Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Herzlich willkommen zu unserer 7. Orga TV-Sendung in diesem Sommersemester. Heute haben wir uns zum Thema gemacht: Postings im Internet, Weblogs, Communities. Hat dies Auswirkungen auf die Bewerbung in einem Unternehmen? Wir haben zu diesem Thema Herrn Professor Wied eingeladen vom Institut für Arbeits- und Sozialrecht und er wird uns weiterhelfen bei verschiedenen Fragen. Ja, außerdem haben wir natürlich auch noch einige Beiträge zu diesem Thema gedreht, die das Ganze etwas näher beleuchten. Wir waren auf WG-Suche für euch, wie wir das immer tun. Und würde ich sagen, bevor es hier richtig losgeht, starten wir wie immer mit den Orga-News. Jahresabschluss 2006 der Saar-Universität zeigt solides Wirtschaften und Erfolge in Forschung und Lehre. In der Forschung konnte die Universität im hochkompetitiven Wettbewerb der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung der Spitzenforschung zwei informationswissenschaftliche Anträge in die Endausscheidung bringen sowie das Drittmittelaufkommen auf 43,6 Millionen Euro steigern. Deutlich über den in der Zielvereinbarung mit der Landesregierung angepeilten 35,1 Millionen liegt der Mittelwert der Drittmitteleinnahmen der Jahre 2004 bis 2006 von 43 Millionen Euro. In der Lehre wurden im Berichtszeitraum die Grundlagen für die weitgehende Umstellung des Studienangebots auf das modularisierte und gestufte Studiensystem mit Bachelor- und Masterabschlüssen gelegt. Außerdem die gesetzlichen und universitätsrechtlichen Voraussetzungen für die Erhebung von Studiengebühren geschaffen, was ebenso wie die Reform des Studiensystems zu einer nachhaltigen Verbesserung der Studienbedingungen führen wird. Lehrstuhl für angewandte Mikrobiologie und Teroma Organics Limited erhalten Forschungsmittel von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt fördert mit 370.000 Euro ein Forschungsprojekt an der Universität des Saarlandes. Darin geht es um die Entwicklung und industrielle Umsetzung neuartiger und umweltfreundlicher Synthesen für Kohlenhydrate, die in der pharmazeutischen Industrie als Bausteine für die Herstellung von Impfstoffen, Medikamenten gegen Diabetes sowie antiviralen Medikamenten verwendet werden. Das Projekt wird von Professor Dr. Gifhorn, Lehrstuhl für angewandte Mikrobiologie, koordiniert und zusammen mit dem Starterzentrum der Universität angesiedelten Unternehmen Teroma Organics Limited durchgeführt, welches Kohlenhydratverbindungen herstellt und vermarktet. Bei den in der Woche vom 17. bis zum 20. Mai in Stuttgart-Fellbach ausgetragenen internationalen deutschen Hochschulmeisterschaften im Badminton verteidigte das Team des Saarlandes den Titel Deutscher Hochschulmeister im Teamwettbewerb bereits zum zweiten Mal in Folge. Im Halbfinale setzten sich die Wettkampfgemeinschaft Saarbrücken gegen die Wettkampfgemeinschaft Duisburg-Essen mit 7:1 durch. Im Endspiel gewann die unter anderem mit Kaderspielern vom Olympiastützpunkt Saarbrücken besetzte Mannschaft sicher mit 6:2 gegen die Wettkampfgemeinschaft München und setzte somit ihre Siegesserie fort. Mit diesem Sieg konnte sich das Badminton-Team der Universität für die Teilnahme an den europäischen Hochschulmeisterschaften, die vom 9. bis zum 14. Oktober in St. Petersburg, Russland stattfinden, qualifizieren. Wer auf heiße Kurven, gemeint sind hier natürlich die heißen Kurven einer Autokarosserie, steht, sollte am nächsten Dienstag auf keinen Fall die Unifilm-Vorführung verpassen. Gezeigt wird der Disney-Animationsfilm Cars, in dem der Hauptdarsteller Lightning McQueen, ein knallroter Rennwagen, so einige Abenteuer bestehen muss, um seiner angebeteten Sally Carrera, einem selbstbewussten Porsche-Mädchen aus der Großstadt, zu gefallen. So, dann fangen wir doch jetzt auch gleich mal mit dem interessanten Thema heute an. Herr Wied, sind Ihnen schon Fälle bekannt, in denen Internetpostings, Weblogs zu Konflikten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern geführt haben? Also meines Wissens gibt es da kaum Rechtsprechung zu. Es sind auch ganz wenig Fälle bekannt. Aber ich glaube, dass das ein Problem ist, was wir zunehmend in der Zukunft bekommen werden. Das heißt also,
Wie sieht die rechtliche Seite bei solchen Fällen aus? Ich denke, es ist wahrscheinlich immer relativ schwierig, da zu differenzieren, was jetzt ein Kündigungsgrund wäre vom Arbeitgeber oder wo man sagen kann, naja, das ist seine Privatsphäre und da kann der Arbeitnehmer so ein bisschen machen, was er will, sagen wir mal. Es ist immer ganz schwer, Fälle zu lösen, die man nicht genau kennt. Und deshalb sollten wir uns jetzt mal überlegen, an welchem Fall wir eine Lösung probieren wollen. Deshalb wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie einfach mal sagen, woran ganz konkret Sie gedacht haben, was ist vorgefallen oder was stellen Sie sich vor, was vorfallen könnte. Und dann werden wir Stück für Stück mal diesen Fall durchgehen und werden mal überlegen, gibt es hier einen Kündigungsgrund oder gibt es keinen Kündigungsgrund oder gibt es nur nach mehrfachen Abmahnungen einen Kündigungsgrund. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir dann jetzt direkt zu der Kündigungssparte kommen, die haben wir auch noch später im Programm, beginnen wir mal mit der Bewerbung. Sagen wir, es könnte ja auch hinderlich sein für die Bewerbung, je nachdem, was man im Internet hat. Wir haben eine kleine Szene nachgestellt zu diesem Thema. Ich würde sagen, wir gucken uns die mal gemeinsam an und versuchen dann mal zu sagen, ist das richtig so oder was können Bewerber auch in manchen Fällen machen oder was sie beachten sollten. Also bitte, Film ab. Sie haben sich ja hier bei unserem Unternehmen beworben, Ihre Unterlagen uns zugesandt, die uns ganz gut gefallen haben, sonst hätten wir Sie ja auch jetzt nicht zu diesem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und möchte natürlich jetzt gerne auch noch mal persönlich mit Ihnen sprechen, warum Sie sich denn jetzt gerade sich für unser Unternehmen als Bewerberin entschieden haben. Ja, also für eine Unternehmensberatung habe ich für mein ganzes Studium hin zugearbeitet. Das ist mein großer Traum, in einer Unternehmensberatung zu arbeiten. Und die Tätigkeitsfelder sind ja auch sehr breit gefächert und ich finde das einfach super interessant. Und ja, deswegen habe ich mich bei Ihnen beworben. Ja, also jetzt auf den ersten Blick sieht man ja auch, dass auch die Praktika, die Sie getätigt haben, auch im Bereich der Unternehmensberatung fällt. Erzählen Sie doch mal noch so ein bisschen, welche Erfahrungen. Pflegen und auch Erfahrungen im Dienstleistungs- und Servicebereich haben. Haben Sie da noch sonstige Referenzen aufzuweisen? Ja, also während meines Studiums habe ich sehr lange im Einzelhandel gearbeitet, also habe da auch sehr engen Kontakt zu Kunden dementsprechend gehabt und ich habe auch eine Zeit lang in der Gastronomie gearbeitet, wo man ja auch sehr viel Kundenkontakt hat. Ja. Ja, also prinzipiell steht eigentlich eine Anstellung in unserem Hause von fachlicher Seite überhaupt nichts im Wege, aber natürlich, da wir uns nach außen präsentieren und uns nach außen gut präsentieren wollen, gucken wir natürlich auch, was unsere Mitarbeiter oder unsere potenziellen Mitarbeiter, wie sie sich nach außen verhalten. Dementsprechend haben wir auch Internetrecherchen angestellt, natürlich auch zu Ihnen, und da können wir ja mal reingucken, was wir da über Sie gefunden haben. Ja, und wenn ich mir dann so Fotos wie solche hier angucke, dann bin ich mir halt nicht mehr sicher, ob Sie die richtige Person für unser Unternehmen sind. Ja, Frau Musterfrau,
Es tut mir wirklich leid, ich bedauere es auch sehr, aber wir können Sie unter diesen Umständen leider nicht einstellen. So, zunächst einmal möchte ich mich für technische Probleme entschuldigen. Ich habe nämlich gerade gehört, wir hatten Probleme mit dem Server. Und ich hoffe, ihr seid jetzt wieder alle da und guckt uns zu. Und ja, meine Frage jetzt an Sie wäre, so dieses Bewerbungsgespräch natürlich jetzt gestellt. Ist das nur jetzt von uns eine düstere Zukunftsvision oder sollte man sich da schon darauf einstellen, dass das durchaus so passieren kann? Also wäre mir nicht böse sein, wenn ich sage, ein merkwürdiger Personalmensch, der schon von vornherein weiß, dass er die Person nicht nimmt, nach einem etwas merkwürdigen Bild im Internet, und er dann trotzdem noch ein so langes Gespräch führt. Jetzt könnten wir uns mal die Frage stellen, warum wollte er dieses Gespräch führen? Das war also vielleicht ein bisschen gestellt. Aber was ganz richtig ist, zunehmend gehen Personalabteilungen dazu über, die Kandidaten, die sich bei ihnen bewerben, auch im Internet sich anzusehen. Das heißt also, dass derjenige, der bei einem Bewerbungsgespräch erscheint, damit rechnen muss, dass der Personalabteilung oder dem Menschen, dem er gegenüber sitzt, alles das, was über ihn im Internet steht, bekannt ist. Zumindest das, was auf seiner Homepage steht. Das sind aber alles noch keine rechtlichen Überlegungen. Mich wollen Sie ja zu rechtlichen Überlegungen fragen. Und rechtlich ist es so, dass hier der Personalchef, sagen wir mal, auch etwas ganz Ungewöhnliches und rechtlich höchst Gefährliches gemacht hat. Er hat nämlich der Kandidatin gesagt, warum er sie nicht nimmt. Die Anleitungsbücher über Bewerbungsgespräche gehen immer mehr dazu über, zu empfehlen, sich möglichst karg zu verhalten in der Begründung. Das geht also über dieses Antidiskriminierungsgesetz, ist das einer der Gründe? Das ist eine Folge des sogenannten Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Hier empfiehlt man also, die Absage möglichst karg zu halten, denn was man nicht sagt, was man nicht begründet, kann einem hinterher auch nicht schlecht ausgelegt werden. Im Grunde ist es aber so, dass jetzt sind wir bei dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, dass dieses verbietet Diskriminierungen, also unterschiedliche Behandlungen, aber nur bezogen auf bestimmte Merkmale. Ein Merkmal, das Geschlecht, ein anderes die sexuelle Orientierung. Deshalb darf also niemand benachteiligt werden, weil er Mann ist oder weil er Frau ist. Eine solche Benachteiligung führt zu Schadenersatzansprüchen. Also ein Arbeitgeber, der jemanden nicht einstellt, nur mit der Begründung, Sie sind ein Mann, der muss Schadenersatz zahlen. Aber hier ist ja die Begründung, Sie haben, sagen wir ganz vorsichtig, nicht die notwendige Seriosität, um in unserer Firma zu arbeiten. Das ist durchaus ein Merkmal, das der Arbeitgeber einsetzen kann. Es gibt ja viele Firmen, nehmen wir ein Beispiel, was vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen ist, nehmen Sie mal an, ein Bestattungsunternehmer, der wird schon darauf achten, dass also seriöses Personal, Banken, Sparkassen etc. etc. Wir können uns viele Bereiche vorstellen, wo die Arbeitnehmer Kontakt nach außen haben und wo die Firma sich nur am Markt behaupten kann, wenn sie mit seriösen Mitarbeitern oder, doch korrekter formuliert, mit solchen, die wenigstens nach außen seriös erscheinen, auftritt. Ja. Deshalb wäre also hier in unserem Falle diese Ablehnung, wenn ich es recht sehe, rechtlich unproblematisch. Also ich sage jetzt mal, in einem Bewerbungsbeispiel wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr bis zum Bewerbungsgespräch gekommen, nachdem die Recherche durchgeführt haben. Jetzt ist aber die Frage, führt vielleicht auch dieses Gesetz, das Gleichstellungsgesetz, dazu, dass Arbeitgeber auch immer häufiger auf Sachen wie die Internetrecherche zurückgreifen, weil sie bei Bewerbungsgesprächen auch sehr vorsichtig vorgehen müssen? Also da kann ich Ihnen nur sagen, was in der Anleitungsliteratur vertreten wird, da wird darauf hingewiesen, man müsse sehr darauf achten, dass man bei Bewerbungsgesprächen nicht die falschen Fragen stelle. Keine Fragen stelle, die darauf etwas schließen lassen, dass man wegen des Geschlechts benachteiligen will oder wegen eines anderen Benachteiligungsmerkmales. Und dass deswegen auch empfohlen wird, die beste oder eine sehr gute Informationsmöglichkeit über den Bewerber zu nutzen, und das ist eben seine eigene Homepage im Internet,
Und daraus, das ist jetzt gar keine Rechtsfrage, aber nochmal die Empfehlung, wenn man im Bewerbungsverfahren steht, sich sehr genau zu überlegen, was man auf seiner Homepage belässt oder wie man die Homepage insgesamt gestaltet. Denn man muss damit rechnen, ich habe es eben schon gesagt, dass der Arbeitgeber oder der potenzielle Arbeitgeber die sehr genau anguckt. Ja, Sandra, wir haben ja auch noch einen Personalchef besucht, ne? Ja, wir waren bei der Saarbrücker Zeitung gewesen, beim Herr Fetsch, der Personalleiter, und haben den mal dazu befragt, wie ein ordentliches Bewerbungsgespräch ablaufen soll und inwiefern Postings etc., Communities und so Einfluss auf eine Bewerbung haben können. Und was dort so passiert ist und was er uns erzählt hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Bitteschön. Wir von OrgaTV sind jetzt beim Personalleiter der Saarbrücker Zeitung, Herrn Fetsch, und wollen ihm ein paar Fragen zum Thema Bewerbungen stellen. Hallo. Ja, Herr Fetsch, welche Voraussetzungen sollten Bewerber generell erfüllen, wenn sie sich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten? Gut, also zunächst einmal reden wir wahrscheinlich bei Bewerbern vorwiegend über das Thema Absolventen. Wichtig ist mir, dass wenn man sich auf eine konkrete Stelle bewirbt, dass man sich nicht in grenzenloser Selbstüberschätzung übt, sondern dass die Anforderungen der Stelle schon beachtet werden und die Bewerber diese auch erfüllen. Das heißt, wenn man sich auf eine Stelle bewirbt, sollte man schon die Anforderungen erfüllen. Was ist für den Arbeitgeber besonders wichtig beim Bewerbungsgespräch? Gut, zunächst einmal ist es sicherlich die fachliche Passung, dass die fachlichen Anforderungen, die gestellt werden, auch erfüllt werden. Im zweiten Punkt ist es sicherlich auch sehr stark das Thema Persönlichkeit. Regelmäßig in den Bewerbungsgesprächen wird das Fachwissen, aber auch die Persönlichkeit abgefragt. Das heißt, der Mitarbeiter muss zum Unternehmen passen, der Bewerber muss zum Unternehmen passen. Wichtig ist mir da immer bei dem Thema Persönlichkeit, dass ein hohes Maß an Engagement im Bewerbungsgespräch erkennbar ist. Das heißt, dass man davon ausgeht, so nach dem Begriff Corporate Identity, dass man auch weiß, wenn ich den einstelle, der wird alles für die Firma und für uns tun. Der ist bereit dafür. Das ist sicherlich ein Aspekt. Wichtig ist es, dass er in die Gruppe passt von seiner Persönlichkeit her, dass er das Engagement zeigt, dass er Lernbereitschaft aufzeigt, dass er bestimmte Persönlichkeitsmerkmale hat, die im Unternehmen willkommen sind. Wie geht man am besten an die ganze Sache ran? Ich nehme an, man sollte sich wahrscheinlich auch mal erstmal grundlegend informieren über das Unternehmen, wo man eventuell dann auch arbeiten wird später. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Aspekte. Das heißt, man sollte informiert sein über das Unternehmen im Allgemeinen. Man sollte aber auch informiert sein über die Stelle, auf die man sich bewirbt. Ich erlebe es immer wieder in Vorstellungsgesprächen, dass Bewerber nur eine vage Ahnung davon haben, was in so einem solchen Unternehmen, jetzt eben Saarbrücker Zeitung, passiert und wie wir hier arbeiten. Es ist teilweise so, dass noch nicht mal die Produkte, die verschiedensten Produkte der Saarbrücker Zeitung gekannt werden. Das ist natürlich dann sicherlich ein K.O.-Kriterium. Was sollten Bewerber beachten, um sich nicht selbst ins Abseits zu spielen? Also einen Punkt haben Sie jetzt schon angesprochen, wie das, wenn sich hier jemand bewirbt und nicht mal alle Produkte kennt. Was sind noch so, sag ich mal, Kapitalfehler, die Bewerber oft begehen? Gut, also der erste Kapitalfehler, Sie sagten es schon, ist sicherlich nicht vorbereitet sein auf das Vorstellungsgespräch, keine Grundinformationen zu haben. Der zweite Kapitalfehler ist, dass man sich auch nicht mal mit Fragen auf das Gespräch vorbereitet hat. Das heißt, der Bewerber sollte 2 bis 3 Fragen schon parat haben, was ihn noch zur Funktion und zur Stelle interessiert. Die Frage nach der Arbeitszeit und die Frage nach dem Gehalt in einem ersten Vorstellungsgespräch zu stellen, das ist sicherlich ein Kapitalfehler, der kaum verzeihlich ist. Also wir haben jetzt vor kurzem auch gehört, dass die ersten Unternehmen teilweise schon sich fast schon Profile von potenziellen Bewerbern anlegen, indem sie auch recherchieren lassen im Internet und teilweise also wirklich Internetinformationen, die vielleicht auch von anderen Leuten eingestellt wurden, mit in die Bewertung einfließen. Ist das für Sie schon bekannt oder ist das für Sie jetzt auch eher ein ganz neuer Aspekt, dass über Bewerber schon vorrecherchiert wird im Internet? Ja, also was man immer schon mal macht und was viele Unternehmen einfach machen, ist einfach mal zu googeln, den Namen, um mal sich anzusehen, was ist über einen Bewerber schon im Internet vorhanden. Ich selber habe es bisher noch nicht gemacht, wir werden es aber sicherlich in Zukunft zunehmend nutzen. Man kann also sagen, man sollte schon aufpassen, was man im Internet postet, denn es könnte einem die Karriere verbauen.
So ist es. Also zunehmend wird es auch genutzt. Wir diskutieren das auch immer im Personalleiterkreis, welche Informationen zieht man für einen Bewerber heran und für einen potenziellen Mitarbeiter heran. Und da gehört sicherlich das Thema Googlen im Internet mit zum Standard mittlerweile. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitteschön, gern geschehen. Wie wir ja eben schon angesprochen haben, wird ja jetzt vermehrt gegoogelt, das hat Herr Fetsch ja auch gesagt. Und was ganz Großes jetzt im Moment das StudiVZ, da sind ja sehr viele Studenten angemeldet, das wurde ja jetzt auch gerade vom Holzbrink-Konzern gekauft. Inwiefern ist da die Rechtsgrundlage zum Beispiel in Bezug auf verlinkte Bilder, wo ich selbst persönlich ja nichts für kann? Wenn da jetzt irgendwelche Partybilder online gestellt werden von Personen, die mich verlinken und ich habe da ja keinen Einfluss drauf, gibt es da eine Rechtsgrundlage für, wo ich mich gegen wehren kann? Also ich stelle jetzt eine Frage, die über den Horizont des Arbeitsrechtlers ein wenig hinausgeht. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, wenn gegen in Ihren Willen dürfen keine Bilder ins Internet eingestellt werden. Aber die Frage, die uns ja heute bewegt, ist, was ist denn, wenn gegen Ihren Willen ein Bild im Internet steht und der Arbeitgeber wegen dieses Bildes Sie nicht einstellt? Und da kann man nur sagen, arbeitsrechtlich gesehen, also die Frage, darf er das? Da sind wir wieder genau bei dem, was wir eben besprochen haben, wenn das ein Bild war, wie wir es gesehen haben, was die Seriosität der Bewerberin etwas in Zweifel zieht. Und dann kann das ein Argument für den Arbeitgeber sein. Und aus arbeitsrechtlicher Sicht, abgesehen davon, dass Sie meist den Grund gar nicht erfahren werden, warum Sie nicht eingestellt werden, also aus arbeitsrechtlicher Sicht haben wir da wenig Anknüpfungspunkte, dass Sie unter Umständen, wenn Sie es denn wissen, wer es war, den Kollegen, der das Bild eingestellt hat, schadenersatzpflichtig machen können, wird Ihnen aber wenig nutzen und Sie auch nicht darüber trösten, dass Sie die Stelle nicht bekommen haben. Das heißt also, Sie sollten sehen, aber auch wieder kein Rechtsrat, dass man wenigstens von Ihrer Homepage vielleicht nicht auf solche Bilder kommt und dass der Arbeitgeber eine umfassende Recherche macht, wo Sie überall auf fremden Homepages zu finden sind. Da mache ich mal ein vorsichtiges Fragezeichen. Würden Sie jetzt generell raten, sich zum Beispiel aus dem StudiVZ abzumelden? Oder inwieweit würden Sie neuen Bewerbern raten? Also die Gefahr, dass irgendein Spaßvogel irgendwelche Bilder über Sie ins Internet setzt oder Artikel oder Gedichte oder Ähnliches, davor sind Sie eigentlich nicht gefeit. Ich sehe aber auch da die Gefahr nicht so sehr. Ich glaube, wenn Sie eine Homepage haben, die in einem ordnungsgemäßen Zustand ist, dann wird der Arbeitgeber die sich angucken und damit wird es dann auch sein Bewenden haben. Denn der normale Student ist ja nicht so interessant, dass er in der Bild-Zeitung oder sonst wo erscheint. Kommen wir jetzt noch zu dem arbeitsrechtlichen Aspekt. Und zwar haben wir auch im Internet recherchiert und haben einen Fall gefunden. Da ging es um eine Flugbegleiterin, die hatte auch eine Homepage erstellt, nachdem ihre Mutter gestorben war, einen Blog, um sich ihre Probleme zu besprechen und mit Freunden auszutauschen und unter anderem auch ein Foto von sich eingestellt, das sie in ihrer Dienstuniform zeigt. Daraufhin hat der Arbeitgeber gesagt, ja, diese Pose, das ist absolut nicht in Ordnung. Sie sind für das Unternehmen nicht tragbar. Wir müssen Sie entlassen. Wir haben das Ganze mal nachgestellt, wie sich das Ganze vielleicht auch abgespielt hat. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Film ab. Frau S., wieso haben Sie angefangen, einen Weblog zu schreiben? Anfang des Jahres, im Januar, ist meine Mutter gestorben. Um mit diesem tragischen Verlust fertig zu werden, habe ich eben angefangen, einen Blog zu schreiben. Bei welchem Unternehmen waren Sie zu diesem Zeitpunkt beschäftigt? Zu diesem Zeitpunkt war ich als Stewardess bei beschäftigt. Enthielt Ihr Weblog Hinweise auf Ihre wahre Identität oder haben Sie die Beiträge unter einem Pseudonym geschrieben? Ich habe meine Beiträge komplett unter einem fiktionalen Charakter geschrieben. Der einzige Hinweis, der eben auf meine Identität hinweisen konnte, war dieses besagte Foto. Wie kam es zum Konflikt mit Ihrem Arbeitgeber? Kollegen von mir haben sich eben über diesen Blog unterhalten und den Blog auch gelesen. Das hat, wie es in einer Firma eben
üblich ist, die Runde gemacht, bis jemand aus der Personalabteilung eben auch davon erfahren hat, sich die Seite angeschaut hat und so eben auf mich aufmerksam wurde und dieses Foto fand, das mich zeigt in der Dienstuniform und sozusagen diese Assoziation zum Arbeitgeber eben unerwünscht war und ich damit eben Probleme bekam mit ihnen. Ihnen war also nicht klar, dass es zum Konflikt mit Ihrem Arbeitgeber kommen könnte? Nicht wirklich, würde ich mal sagen, weil die Idee hinter dieser Seite hat ja nichts mit meinem Arbeitgeber zu tun. Wie bereits gesagt, ging es einfach darum, diesen tragischen Verlust irgendwie verarbeiten zu können. Dass ich nicht öffentlich über meinen Arbeitgeber irgendwelche negativen Bemerkungen machen darf, das ist klar. Aber es stand ja nie irgendetwas im Zusammenhang mit meinem Arbeitgeber. Das Einzige war eben dieses besagte Foto. Haben Sie versucht, sich mit dem Unternehmen zu einigen? Beziehungsweise hat man Ihnen überhaupt die Möglichkeit gegeben, die Daten zu ändern? Ich habe versucht, mit meinem Arbeitgeber darüber zu reden und hätte natürlich auch angeboten, das Foto sofort rauszunehmen oder eben sogar die komplette Seite zu löschen. Man gab mir jedoch nie die Gelegenheit dazu. Und wie sieht es mit der Zukunft Ihrer Bloggerkarriere aus? Ja gut, dadurch, dass es in den Medien eben dass dieser Konflikt in den Medien weit verbreitet wurde und relativ bekannt wurde, habe ich meine Seite auch wieder online gestellt und auch mehrere Angebote bekommen bezüglich Werbung auf meiner Seite etc. Da muss ich jetzt mal weiterschauen und durch den ganzen Medienrummel wurde dann auch mich aufmerksam und haben mir jetzt ein Angebot gemacht, weil sie fanden das Foto eigentlich eher nett anstatt negativ. Letztendlich kann man also festhalten, dass die Sache glimpflich für Sie ausgegangen ist. Das kann man jetzt so nicht unbedingt sagen. Es war schon eine schwierige Zeit für mich und es war auch eine sehr unschöne Erfahrung. Aber im Endeffekt bin ich da nochmal ganz gut rausgekommen und jetzt geht es mir eigentlich schon besser wie vorher. Frau S., wir danken Ihnen für dieses Gespräch und für Ihren Mut. Dieser Fall, den wir jetzt gesehen haben, hätte der nach Ihrer Meinung nach, also diese Kündigung vor einem Gericht stand oder würde ein Gericht so diese Kündigung ablehnen wegen so einem Bild? Die Frage kann man mit den Fakten, die wir auf dem Tisch haben, schwer beantworten. Mhm. Wir wissen zum Beispiel nicht, was war im Arbeitsvertrag vereinbart. Da kommt es also wesentlich darauf an, wenn ausdrücklich im Arbeitsvertrag vereinbart wäre, dass Dienstkleidung, und hier handelt es sich ja um Dienstkleidung, nicht in der Freizeit getragen werden darf, dass auch keine privaten Fotos damit veröffentlicht werden dürfen, dann hätte unsere Kandidatin hier eine Vertragsverletzung begangen. Mhm. Wenn das nicht im Arbeitsvertrag steht, hätte ich schon den erheblichen Zweifel daran, ob man sagen kann, sie hat eine Vertragsverletzung begangen. Aber selbst wenn sie eine Vertragsverletzung begangen hätte, dann ist sie aus meiner Sicht nicht so schwer gewesen, dass sie sofort eine Kündigung hätte gerechtfertigt hätte. Mit anderen Worten, das Verhalten des Arbeitnehmers kann nur dann zur Kündigung führen, wenn er vorher nochmal vom Arbeitgeber verwarnt worden ist. Wir sprechen juristisch davon, dass eine Abmahnung zu erfolgen hat. Wir müssen dem Arbeitnehmer noch ein letztes Mal deutlich machen, also wenn du von diesem bösen Tun nicht ablässt, dann wird das kündigungsrechtliche Folgen haben. Es sei denn, etwas anderes gilt nur dann, wenn es ganz schwerwiegende Verletzungen sind. Also der Arbeitnehmer, der in die Kasse des Arbeitgebers gegriffen hat, muss nicht abgemahnt werden. Aber hier haben wir es ja mit einer relativ bescheidenen Vertragsverletzung zu tun und hier hätte sicherlich abgemahnt werden müssen. Das wissen wir nicht, ob das vielleicht der Fall war, ob sie sich renitent gezeigt hat, das wissen wir alles nicht. Aber so dass ich glaube, dass, wenn wir mal davon ausgehen, sie bereit war, das Foto aus dem Internet zu entfernen, es mit einer Abmahnung getan gewesen wäre
um es klar zu sagen, also die Kündigung wäre wohl nicht berechtigt gewesen. Also es stand jetzt, also laut der Internetquelle, da weiß man jetzt auch nicht auf den hundertprozentigen Wahrheitsgehalt, stand es drin, dass sie das Foto auch rausgenommen hatte, trotzdem ihr gekündigt wurde letztendlich. Sagen wir jetzt, es steht auch in dem Artikel, dass oft, so schon oft viele Arbeitnehmer so gewisse Klauseln in ihren Gesetzen haben, dass es heißt zum Beispiel, private Websites der Arbeitnehmer dürfen keinesfalls auf den Arbeitgeber hinweisen. Ich denke, das ist doch wahrscheinlich auch wieder von Fall zu Fall verschieden, weil was heißt hinweisen? Wenn ich jetzt ein T-Shirt mit einem Button anhab und trinke ein Bier, ist das schon ein Hinweis auf den Arbeitgeber und für ihn ein schlechtes Image. Also ich denke, das ist wahrscheinlich sehr schwierig oft zu entscheiden. Also die Klausel, der Arbeitnehmer darf nicht auf seinen Arbeitgeber hinweisen, ist ein bisschen eine merkwürdige Klausel. Was verhindert werden soll, ist klar. Mein Beispiel im Hörsaal ist immer, der Arbeitnehmer, der bei einer Bank beschäftigt ist, darf sich nicht vor den Ausgang der Bank stellen und sagen, meine Bank ist der größte Ausbeuter aller Zeiten. Leuchtet uns, glaube ich, sofort allen ein. Der Arbeitgeber will wohl mit solchen Dingen verhindern, dass sein Unternehmen Schaden nimmt durch unbedachte Fotos von Arbeitnehmern. Wie kann man das erreichen? Aber er darf nicht auf seinen Arbeitnehmer hinweisen, ist eine sehr, sehr weite Klausel. Da müssen wir schon fragen, ist eine solche Klausel wirksam? Wo kann ein Arbeitgeber ein Interesse haben, dass man gar nicht auf ihn hinweisen darf? Darf ich also am Biertisch beispielsweise befragt, wo ich denn arbeite, nicht sagen, ich bin bei der Universität des Saarlandes beschäftigt? Also Sie sehen schon, Ihre Bauchschmerzen, die ich Ihrer Frage entnommen habe, sind berechtigt. Das ist also eine Klausel, die ich nicht sehr glücklich finde. Was man natürlich in den Vertrag schreiben kann, zum Beispiel, man darf nicht mit der Dienstkleidung in der Freizeit auftreten. Ist, glaube ich, bei der Bundeswehr zum Beispiel so, dass es extra Erlaubnis gibt, wenn man dann sein Grünzeug mit Hause nehmen will oder also außerhalb tragen möchte. Ja, also da hätten wir einen Bereich, wo man sagen, da macht es Sinn und da macht es auch Sinn, es in den Arbeitsvertrag zu schreiben. Bei der Bundeswehr haben wir ja ein öffentlich-rechtliches Verhältnis, aber wenn das vergleichbar ein Arbeitsverhältnis wäre, da würde es Sinn machen. Aber ist die allgemein nur die Klausel, ich darf auf meinen Arbeitgeber nicht hinweisen, die ist natürlich sehr, sehr weit und da habe ich erhebliche Zweifel, ob die wirksam ist. Also grundsätzlich würde ich sagen, kann man zusammenfassend festhalten, bevor man sich auch jetzt im Beispiel der Bewerbung bewirbt, sollte man vielleicht auch selbst einfach nochmal sich selbst googeln und einfach mal gucken, was man so findet, damit man solche Komplikationen im Vorhinein gleich ausschließen kann. Ja, und wenn man was findet, was einem selbst nicht gefällt, sollte man dafür sorgen, dass es beseitigt wird auf der Homepage. Herr Witt, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende unserer Sendung. Wir können noch sagen, was nächste Woche ist. Nächste Woche werden wir grillen. Wir werden grillen und Herr Scholz, unser Lehrstuhlleiter, wird uns Anweisungen dazu geben. Und wir haben große Hoffnung, dass unser Veganer Kameramann Felix nächste Woche ein großes Stück Steak essen wird. Ja, mit was beenden wir? Wie immer, wie jede Woche, unser Servicebeitrag zimmerfrei, WG gesucht. Wir waren mal wieder unterwegs und was dabei rauskam, schaut ihr euch jetzt noch an. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und danke fürs Einschalten. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ich suche Nachmieter für meine 40 Quadratmeter Wohnung direkt am St. Janer Markt, über dem St. J. Die Wohnung ist schön geschnitten. Die Wohnung kostet in etwa 250 Euro warm plus Stadtwerke. Das sind entspricht 30 Euro, also 280 Euro insgesamt. We'll be right back.
sorry fürs Chaos, das oben, das ihr auf den Bildern seht. Das ist nicht normal, das ist gerade wegen dem Umzug alles ein bisschen stressig so. Und ja, ich würde mich freuen, wenn sich jemand melden würde. Also der Mitwohner sollte mitbringen, er sollte nicht zu zimperlich sein, sollte viel Spaß mitbringen und am Wochenende auf keinen Fall lernen müssen oder zumindest noch eine Zweitwohnung haben, wo er sich zurückziehen kann, weil es könnte laut werden. Wohnung ist frei ab 15.06. Ich wollte noch unbedingt ein paar Leute grüßen, und zwar den Peter, den André und natürlich den Jonas aus dem St. J., der auch schon mal hier gewohnt hat. Gut, alles klar, Jungs. Ciao. Und jetzt abhängen!